Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Anrufe mitgebracht von Betrügern aus dem Trading- und Finanzbereich. Man kennt es ja leider schon. Tja, die beiden Betrüger, die sind auf jeden Fall wieder aus der Goldgrube raus entsprungen und weiß ich nicht. Also ich sag's ja immer wieder, umso mehr Betrüger hier anrufen, jedes Mal, jeder Betrüger, der hier anruft, macht die ganze Sache noch ein kleines bisschen schlimmer. Dass sich so Menschen betrügen lassen, ist schon echt Wahnsinn. Aber es gibt halt leider jede Menge Opfer, die darauf reinfallen. Und genau aus diesem Grund machen wir diese Videos. Und genau aus diesem Grund bin ich auch auf eure Unterstützung angewiesen, dass ihr die Videos, wenn sie euch gefallen und ihr denkt, die könnte für jemanden passen, dass ihr die Videos einfach verbreitet, verteilt auf Instagram, Facebook, Twitter und WhatsApp, was es da so alles gibt. Dass möglichst viele Menschen in eurem Umfeld auch aufgeklärt sind und wissen, was es für Betrugsmaschen gibt. Nebenbei soll das Ganze natürlich auch zur Unterhaltung ein bisschen dienen und ist dementsprechend hier etwas lustiger verpackt. Wir fangen erstmal mit dem ersten Anruf an. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo. Ja, hallo. Hören Sie mich? Ja. Ja, guten Abend, Herr Chef. Markus Cäsar ist mal parat. Wie geht es Ihnen heute, Herr? Geht gut? Ja, entzückend. Und Sie bitte? Entzückend. Es geht um Ihr Konto, das Sie bei uns haben. Erinnern Sie sich noch? Nö. Um Christopher Koi. Wie heißt denn die Firma? Bitpanda, Sie haben ein Konto eröffnet. Sie wissen das schon. Weiß ich nicht, wann denn? Ja. Wann denn? Ja. Na, man kann nicht die Frage nicht mit Ja beantworten. Die Frage war, wann? Sie haben das für 2 Wochen, einen Monat gemacht. Aha. Okay, ja gut, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht haben Sie das vergessen. Ja, das kann sein. Ja, natürlich. Sind Sie zu Hause? Mhm. Oh, wir haben Computer für sich? Nee. Verstehe ich. Und Ihr Handelskonto, öffnen Sie auf Ihr Computer oder auf Ihr Smartphone? Ja, weiß ich nicht. So muss ich das öffnen, ja? Was ist denn damit? Ja, was ist denn damit? Ja, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, ich spreche doch laut. Ja, okay. Wunderbar. Ja. Es geht um Ihr Konto, das Sie bei uns haben. An Bitcoin, Kryptowährungen. Ja, was ist damit? Wir haben ein neues System für Sie implementiert. Wegen Änderungen am globalen Markt. Aha. Ich weiß nicht, haben Sie gehört oder nicht? Ja. Weil ab heute die Finanzabteilung hat ein paar neue Regeln implementiert. Damit wir auch mit Projekt einsteigen. Aha. Und warum rufen Sie mich da an? Haben Sie Ihr Computer oder sind Sie zu Hause, richtig? Ja, das hatten wir doch schon, die Frage. Okay, können Sie Ihr Computer schalten? Ja, kann ich machen. Okay, langsam, langsam, nehmen Sie jetzt Zeit. Und was machen wir dann da? 2 Schienen. Achso. Dafür bleiben Sie immer ruhig. Und sonst alles gut bei Ihnen, die Gesundheit, so weiter? Nö. Wie? Ich hab Schnupfen. Verstehe. Der ist schon angeschaltet? Ja, gleich. Mhm. Ich bin am Warten. Na, dann schmeißen wir mal den Ultraluxus modernen neuen Computer an. Jetzt muss mein Desktop noch laden. Wie bitte? Ich sage, jetzt muss der Desktop noch laden. Mhm. Mhm. Und DNIDES Programm, haben Sie auf Ihr Computer installiert oder noch nicht? Was für ein Ding? DNIDES. Was ist denn das? Ist mit roter Farbe. Keine Ahnung, ob das da drauf ist. Und ich wollte Ihnen fragen, ist das erste Mal für Sie oder haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Das waren zu viele Fragen auf einmal. Mhm.
So, muss ich Internet auch anmachen? Ja, natürlich. Hallo? Ja? Was ist denn los? Ja, ich habe mein Internet angemacht. Was? Ja, jetzt in Ordnung, ja. Ja, ich habe Internet gestartet. Ja, okay, schön. Und den Anydesk haben Sie auf Ihrem Computer oder noch nicht? Weiß ich ja nicht, was das ist. Okay. Machen wir so, gehen Sie bei Google Chrome. Ist schon angeschaltet? Google Chrome? Nee, sowas kann der Rechner nicht. Was soll ich denn machen? Okay, gehen Sie bei Google Chrome. Ja, habe ich doch nicht. Sowas kann der Rechner nicht. Haben Sie nicht. Oder Firefox, Mozilla. Nee, sowas hat der alles nicht, der Rechner. Das läuft da gar nicht drauf. Was läuft das gar nicht drauf? Ja, so moderner Kram, das geht da gar nicht. Was für ein Computer ist das? Windows oder Mac? Das ist ein Windows 95, ja. Den habe ich erst ganz frisch aufgesetzt. Gehen Sie bei Internetseite. Also soll ich den IE aufmachen? Was? Den IE. Was ist das IE? Na, da wo ich ins Internet gehe, da steht IE. IE? Ja. Aber haben Sie WLAN auf Ihrem Computer? Was habe ich für den Computer? WLAN, haben Sie Internet? Na, habe ich doch gerade gestartet, ja. Internet habe ich, aber WLAN kann der nicht, nee, dafür ist der zu alt. Haben Sie kein WLAN? Nee, WLAN habe ich nicht. Aber wie können wir das machen? Wenn Sie keine WLAN für Computer? Na, der steckt mit Kabel dran. Da habe ich so ein schönes Koaxialkabel noch dran. Aber schauen Sie die Kabel. Ist in Ordnung? Ja, die Kabel sind in Ordnung, ja. Die sind schon 35 Jahre alt und die laufen. Und dann hat der nette Onkel einfach aufgelegt und das Gespräch beendet. Tja, auf den Windows 95-Rechner WLAN draufzukriegen, ich glaube, das ist nahezu unmöglich, denn solche Karten haben da teilweise noch nicht mal draufgepasst aufs Board, weil da die Anschlüsse gar nicht dafür da waren. Und naja, früher ging man ja auch noch analog ins Internet. Das geht tatsächlich leider nicht mehr in Deutschland. Also dieses schöne Modemgeräusch, was ihr hier gehört habt. Tja, das kann man allenfalls nochmal als Audiofile irgendwo abspielen, aber ein technisches Gerät, was dieses Geräusch nochmal macht, ich glaube, meines Wissens nach ist das gar nicht mehr möglich. Selbst wenn man versuchen will, die Einwahl über einen Modem noch irgendwie hinzubekommen, es wird, glaube ich, technisch gar nicht mehr funktionieren, da Modem halt noch analog war und genau über solche Geräusche funktioniert hat. Und das funktioniert halt heute leider überhaupt gar nicht mehr. Tja, Nostalgie, die er wahrscheinlich nicht verstanden hat. Tja. Ich vermute mal, dass der Typ viel, viel jünger ist und gar keine Ahnung hat von dem, was er da überhaupt so erzählt. Und naja, vermutlich, denke ich mal, vielleicht Mitte 20 oder so, wie er sich angehört hat, schon traurig. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo. Ja, guten Tag, Herr Sebastian, hören Sie mich? Warum sprechen Sie mich mit meinem Vornamen an? Bitte? Warum Sie mich mit meinem Vornamen ansprechen? Also ein bisschen freundlicher müsste man auch sein. Ich rufe Sie an von Ethereum Code. Ja, das sehe ich auch so, dass Sie ein bisschen freundlicher sein könnten. Es ist unhöflich, jemanden mit einem Vornamen anzusprechen, wenn man die Person nicht kennt. Entschuldige, Herr Kackifein, oder? Ja. Also das Gespräch, das ist ja schon von vornherein im Arsch. Der ruft mich an, spricht mir mit dem Vornamen an und ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der mich hier einfach mit dem Vornamen am Telefon anspricht und dann sagt er, dass ich unhöflich wäre und das Gespräch nicht nett beginne. Also irgendwas muss der Typ wohl richtig falsch verstanden haben in seinem komischen Deutschunterricht, wie man mit deutschen Leuten spricht. Und zwar mit dem Nachnamen. Es gibt Länder, wo man sich einfach nur mit dem Vornamen anspricht. Und es gibt natürlich auch Länder, wo es kein Herr und Frau in dem Sinne gibt, also mit der Ansprechform. Aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Also die wollen von mir Geld haben und versauen sich eigentlich von Anfang an das Gespräch schon. Ja, lassen wir mal weitermachen. Entschuldige, ich entschuldige mich. Ja, ich werde Sie nicht mehr mit dem Vornamen antworten, ja. So, Sie haben eine Anmeldung bei Ethereum Code gemacht, richtig? Ja, kann sein, so hieß, glaube ich, die Seite, ja. Ja, Sie haben das am 25.01. gemacht, Ethereum Code. Es geht um Online-Handeln, ne?
Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was gemacht haben mit Aktien oder Rohstoffen oder so oder Kryptowährungen. Oder ist das die erste Mal für Sie? Nee, das ist die erste Mal für Sie. Nee, für Sie? Ja. Ja. Und waren Sie interessiert, Geld zu verdienen oder wie sieht es aus? Wieso höre ich meine Stimme zweimal im Hintergrund? Auf welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Welche Sie möchten. Ach so, ja, aber das mit der Stimme weiß ich nicht und die andere Frage habe ich vergessen. Wieso, Sie waren interessiert, mit dem Online-Trading, Online-Handeln etwas zu machen, oder? Ja, kann sein. Kann sein, ja. Hm. Sagt Ihnen was, Ethereum Code? Nö. Was ist das? Sagt Ihnen nicht. Wir haben mir gerade auch eine E-Mail geschrieben, hallo, ne? Ach so, ja, da hat einer geschrieben, ja, da habe ich dann mal geantwortet. Genau, der Ralf Werther ist der von Finanzabteilung, ja. Wir haben versucht, Sie anzurufen, damit wir das Konto aktivieren können, ja, und weiter mit dem Handeln machen können, ja. Also ich weiß nicht, ob Sie das machen möchten oder nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Was habe ich denn davon? Also es geht um monatliche Geld zu verdienen, ja, durch Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien. Müssen das Konto aufladen mit einem Betrag, ja, damit der Finanzexperte damit arbeiten kann. Sie können aber auch das Konto automatisch stellen. Wo ist denn der Unterschied? Der Unterschied zwischen einem Broker und automatisch, es gibt, also wenn man selber tradet, kann man viel mehr verdienen. Wenn Sie mit dem Autotrading das machen, könnte etwas weniger sein. Ja, und wie viel Geld kann ich da so verdienen? Kommt drauf an, was für eine Summe Sie das Konto aufladen werden. Also ich nehme mal ein Beispiel an, dass wir zum Beispiel 250 Euro, wenn Sie 250 Euro das Konto aufladen, normalerweise wurde das Geld in einem Monat auch verdoppelt. Also circa 8 bis 12 Euro am Tag. Ja, und dann ist verdoppelt. Bitte? 8 bis 12 Euro am Tag macht man da Gewinn. Ja. Das ist ja nix. Ist ja nix. Nö, das ist ja voll wenig. Voll wenig? Hm. Okay, können Sie mir bitte ein Unternehmen oder irgendwas, wo ich die 250 Euro investieren kann und viel mehr bekomme? Das weiß ich nicht, kenne ich mich ja nicht mit aus, aber ich sage nur, dass das wenig ist. Wieso sagen Sie, das ist wenig? Ja, ich finde das wenig. Wo verdienen Sie mehr? Wenn ich ganz normal arbeiten gehe, dann verdiene ich mehr. Nee, ich meine, wenn Sie 250 Euro investieren, nicht arbeiten. Weil arbeiten tut ja der Experte, ja. Ach so. Und handelt damit. Ja. Wo verdient man mehr? Finden Sie eine an... Weiß ich ja nicht, aber ich sage ja nur, dass ich 8 bis 12 Euro ist ja ein bisschen wenig. Ist wenig, aber Sie verdienen nirgendwo mehr, weil Sie machen ja nichts. Ja, wie gesagt, wenn ich ganz normal arbeiten gehe, verdiene ich ja mehr. Und wenn Sie nichts machen, verdienen Sie etwas? Ja, kommt drauf an, ob man geerbt hat oder ob man schon irgendwo Geld liegen hat. Ja, wenn Sie nichts machen, verdienen Sie oder verdienen Sie nicht? Das war eine von den Antworten. Ja, das muss man ja näher definieren. Das kommt halt immer darauf an, ob man schon irgendwo eine Anlage laufen hat. Dann kann es ja auch sein, dass man durch nichts tun Geld verdient. Ich nehme dieses Beispiel nicht an, ob Sie Anlage haben oder nicht haben. Ich sage, von nichts kommt auch nichts. Ne? So. Möchten Sie das ausprobieren? Wie das funktioniert mit 250 Euro. Ja, aber dann müssen wir ja dann noch irgendwie ein bisschen optimieren. Optimieren können Sie immer wieder. Ja, dann wie kann man denn da mehr verdienen? Machen wir einen Plan, einen finanziellen Plan mit Kryptowährungen, mit Bitcoin. Kaufen Sie eine Pakete, dass Sie nicht wie bei der Aktien funktionieren, wo Sie 10% im Jahr verdienen. Hier verdienen Sie viel mehr. Also hier verdienen Sie bis zu 45% im Jahr. Ne? Fangen Sie an mit 10.000 Euro und danach öffnen Sie ein VIP-Konto und da können Sie viel, viel mehr verdienen. Ja, aber dann haut ja die Rechnung nicht ganz hin. Sie haben ja gerade gesagt verdoppeln und jetzt reden Sie gerade von 45% im Jahr. Das ist ja weniger.
wenn Sie 10.000 Euro investieren, ja? 10.000 Euro, okay? Rechnen Sie selber, wie viel ist 45% im Jahr? Ja. Wie viel ist das? Weiß ich nicht, ich kann nicht rechnen, bin ich zu blöd für. Können Sie nicht rechnen? Schule haben Sie schon gemacht? Nee, die habe ich abgebrochen. Haben Sie abgebrochen? Ja. Ausbildung gemacht? Nee. Oder so? Mm-mm. Was machen Sie denn beruflich? Ich gehe auf den Strich. Sie gehen auf den Strich? Ja. Und was macht man da? Wir ficken. Ficken? Ja. Oh, das ist ja super. Wo tickst du denn? Was? Wo tickst du denn? Nee, ticken nicht. Wo denn? Ja, wie wo? Die Frage ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn? Ja. Meinen Sie? Ich glaube, Sie schlafen das so zu Hause. Das können Sie tun. Was? Ich habe Sie nicht verstanden akustisch. Schau mal, Sebastian, du kannst mir einen runterholen. Nee, ja, das heißt nicht Sebastian. Wer Sebastian, hör mir zu, du Hurensohn. Haben Sie irgendwie eine Macke irgendwie so? Zu verarschen oder so? Du Sie sind aber unfreundlich. Was bist du für ein Mensch? Ja, was sind Sie denn eigentlich für ein Mensch? Sie rufen bei mir an und beleidigen mich. Stimmt irgendwas bei Ihnen nicht? Versuchst du mich zu verarschen? Was denkst du, dass wir sind? Ja, haben Sie irgendwie einen Lattenschuss, die Leute am Telefon zu beleidigen? Du hast einen Lattenschuss, Alter. Ich denke mal, dass Sie ein Betrüger sind. Ja, yeah, was für ein Betrüger sind wir denn? Was für ein Betrüger? Ja, nur Betrüger beleidigen am Telefon. Solche dumme Leute wie du nicht, du Idiot. Ja, schon mal in den Spiegel geguckt? Verarschen kannst. Denkst du das wirklich? Nimmst du da auf oder was? Ich denke auf jeden Fall, dass bei dir ganz viel an Intelligenz fehlen muss, so wie du mit deinen Kunden umgehst. Hättest du so viel Intelligenz wie ich, dann wärst du ganz viel weit. Nö, dann habe ich lieber keine Intelligenz, als in einem Betrüger-Callcenter zu arbeiten. Null. Und du bist null. Ja, und was bist du? Du bist nur ein Stück Scheiße, der da rumläuft in Deutschland. Ja, naja, immerhin bin ich dann mehr wert als du immer noch. Viel wert als ich? Ja. Niemals. Naja, doch. Ein Stück Scheiße wie du kostet null wert. Ja, aber ich bin lieber ein Stück Scheiße als ein Betrüger, so wie du. Null wert. Ich bin aber kein... Zumindest versuche ich etwas zu machen. Du versuchst da nur zu Hause zu bleiben. Nee, hab ich doch gesagt. Ich geh doch arbeiten. Was für Arbeiten gehst du denn? Na, fehlt es bei dir irgendwie an Intelligenz? Das Thema hatten wir doch schon. Ich hab dir das doch erzählt, was ich beruflich mache. Tja, daran sieht man, dass bei dir die Intelligenz aussieht. Du hast keine Intelligenz, du hast gar nichts. Gar nichts hast du. Naja, auf jeden Fall habe ich mehr als du. Und versuchst, wie ein schlauer Mann zu sein. Ja, aber ich bin ja definitiv schlauer als du. Nee, niemals. Na doch, guck mal, so wie du mit den Menschen redest, das kann ja nicht von Intelligenz zeugen. Schau mal, ich mache meine Arbeit und wenn ich sehe, dass einer versucht, mich zu verarschen, dann habe ich mein Recht, ihn zu beleidigen und aha. So aber weiter. Du weißt schon, dass dein Recht, Leute zu beleidigen, auch strafbar ist, ne? Nee, weiß ich nicht. Ja, dann bist du jetzt ein bisschen schlauer gerade geworden. Mir ist egal. Ja. Das hast du auch gerade versucht. Ich habe was versucht. Klar hast du versucht. Ja, was denn? Mich zu beleidigen. Nö, womit denn? So hast du. Nö. Klar. Nö. Sie können ja nicht mal vernünftige Umgangsformen. Was kann ich? Keine vernünftigen Umgangsformen. Geschweige denn vernünftige Sprache. Ich spreche doch ganz vernünftig. Du verstehst nicht, oder? Nö. Als ich dich beleidigt hab? Tja, sowas machen halt nur Kakerlaken, ne? Kakerlaken, wie du? Naja, wie du eher. Ah. Das ist schon ein bisschen armselig, was du da machst, ne? Tja, da sind ihm wohl dann die Argumente ausgegangen. Naja, also wobei Argumente kann man das ja nicht nennen, was er da gehabt hat. Im Grunde genommen hat er ja eigentlich nur wieder beleidigt. Tja, finde ich schon interessant. Und so wollen die halt ihr Geld verdienen. Ich finde es immer wieder eigentlich, wahnsinnig traurig, dass Menschen auf sowas drauf hinein oder drauf reinfallen. Ne? Man muss sich einfach mal überlegen, da zahlen Menschen ihr Geld ein, ihr hart erspartes Geld und man versenkt es im Nichts. Absolut im Nichts versenkt man das. Schon krass.
Wer möchte, kann gerne auch mal auf TikTok vorbeischauen. Da gibt es noch ein paar kürzere Videos, bis 60 Sekunden. Und den Link, den findet ihr dazu in der Videobeschreibung oder direkt auf dem Kanalprofil, hier von dem YouTube-Kanal. Und ja, wer möchte, findet jetzt hier noch eine kleine Auslese an Videos, die man sich jetzt noch zur Überbrückung bis zum nächsten Video reinziehen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.